Jetzt dürfen die Testesser erst einmal ihre Bewertung abgeben. Immerhin, Küchenchef Markus weiß, dass er vieles viel besser machen müsste. Er weiß halt nur nicht, wie. Viel zu aufgeregt, alles durcheinander geschmissen. Ja, eigentlich genau so, wie man es eigentlich nicht machen sollte, ist es wahrscheinlich dann auch gelaufen. Und man sieht dann überall, wo die Fehler sind und ja, deswegen stehen wir hier. Zeit für die Feedback-Runde. Das wird ein ernstes Gespräch unter Männern. So, ja, wie war das für euch heute? Ja, war nicht so gut. Das hat mir heute wieder gezeigt, dass ich ganz, ganz tief im Abstieg stehe. Die Testesser haben ja online bewertet zwischen 1 und 5 Sternen. Ja, und online ist nun mal eben der Bewertungsfaktor schlechthin. Ne? Jeder, der sich irgendwo bewegt, schaut, wie haben die Menschen, die dort vorher waren, das online bewertet. Wenn ich euch bewerten würde, dann würde ich schreiben, 2 nette Typen haben ihren Job gelernt. Warum machen sie ihn nicht? Junge, das ist ein Statement, Statement. Gelernter Koch. Gelernter Hotelfachmann. Werden nervös, wenn sie in der Currywurst Pommes rausgeben sollen. Fangen an zu flattern. Verwechseln Tomatensuppe mit Currysoße. Nachdem ich das gesehen habe, was du da heute gemacht hast, weiß ich gar nicht, ob du kochen kannst. Ne, weil das kann ja jeder. Besser. Wir haben ja wirklich, ja, wie sagt man so, Jumpfood gemacht. Ohne viel Tamtam, ohne viel Gewese und eben auch die billigste vom billigsten. Ja, und das ist ja nun wirklich nur Fritteuse, go. Hier ein bisschen warm gemacht und da rausgeschossen. Und da sieht man natürlich nicht, ob man jetzt Koch ist oder nicht. Die Testesser heute, die haben geschrieben, ich war sehr enttäuscht, sagt Susanne. Das Essen war zu trocken, die Optik des Burgers nicht sehr ansprechend und serviert in einer Pappschachtel. Passt einfach nicht zum Ambiente. Wir waren heute bei herrlichem Sonnenschein in der Wanderrast. Ich hatte eine Currywurst-Pommes bestellt. Es gab eine Bratwurst und keine Currywurst und die war in der Pfanne nachgebraten. Ganz viel Luft nach oben, sagt Merle. Hast du auch recht. Also die Natur wird gelobt, die Küche ist durchschnittlich bis nicht zufriedenstellend und die Präsentation wird sehr kritisiert. Nach den Testen kommt deshalb jetzt die erste Gesamtbewertung. Ihr habt 1, 2, für mich unverständlich, 3 Sterne bekommen. Ja. Und wenn du das jetzt siehst und wirklich ehrlich zu dir selbst bist, richtig, richtig, richtig ehrlich, dann weißt du, dass das auch zu hoch ist. Ja, ist es auch. Gut, lass mich mal mit dem Chef kurz alleine. Frank will mit dem 38-Jährigen ein paar Sachen mal ganz grundsätzlich klären. Was bedeutet dir das hier? Der Laden jetzt hier? Ich hab die Lage gesehen und hab den genommen, weil ich den geil fand hier. Also eigentlich alles. Wenn du von mir Hilfe haben möchtest, dann müssen wir uns realistisch um alles realistisch kümmern. Und nur so funktioniert das, sonst bist du das Ding in 3 Monaten wieder los. Wie organisierst du gerade dein Leben? Wovon lebst du gerade? Von meiner Mutter. Was ist das für ein Gefühl, sowas zu betreiben und das von den Eltern finanziert zu bekommen? Dass die Mutter dafür verantwortlich ist, dass du hier im Grunde genommen das einfach nur künstlich aufrechterhält. Naja, und meine Mutter denkt, dass ich das hier auch schaffen werde. Gott sei Dank, Frank, bist du da, dass es vielleicht klappt. Und du mich, dass das wirklich, dass ich meinen Eltern auch das Geld wieder zurückgeben kann. Weil es sind natürlich nicht nur die, ich wohne ja auch zu Hause in dem Moment in meiner Nähe von meinen Eltern, also gleich gegenüber. Und die nicht nur dann finanzieren hier, sondern es ist auch so, wenn ich dann zu Hause bin, dann gehe ich zu Mama rüber zum Essen. Oder dann ist die Wäsche mal schon bei ihr schon mal gewaschen. Und in den letzten 3 Monaten hat sie mir so viel geholfen. Ich nehme quasi meinem Papa die Rente und meiner Mutter den Lohn weg, um mich selber zu finanzieren. Ne? Das ist ja quasi wie der Kuckuck im Nest. Kleinigkeiten habe ich für meine Kinder ausgegeben, für die Frau, habe ihr das rübergeschickt, dass die auch Geld hat, weil sonst der Schuldenberg beim Jugendamt bleibt, der sonst immer höher wird.
Und deswegen stehst du jetzt hier irgendwo am Punkt, dass du sagst, du nimmst diesen Laden, versuchst Geld zu verdienen, dass du nicht ganz doll abstürzt. Es geht hier um viel mehr als nur um gutes Essen. Von daher ist deine Aufgabe, dafür alles zu tun, diesen Einsatz auch mit deinem unternehmerischen Erfolg zurückzugeben. Ich mache aus deinem Laden ein erfolgreiches gastronomisches Unternehmen, ein erfolgreiches Imbiss-Ausflugslokal. Das kann ich. Aber du musst es betreiben können. Du musst es realisieren. Verstanden? Ja. Gut. So. Bis morgen. Ja, naja, für mich war das natürlich erstmal für mich immer noch ein Highlight. Ne? Er sitzt jetzt nicht, dass ich mir das im Fernsehen gucke, weil er sitzt jetzt wirklich da und versucht mir den Arsch zu retten. Ja. Und er setzt natürlich die Priorität gleich ganz nach oben. Ne? Das ist ja schon eine hohe Aufgabe. Bevor es am nächsten Morgen mit Volldampf in der Küche losgeht, will Frank Rosin erst einmal die Menschen kennenlernen, die bedingungslos an Markus glauben und ihn mit knapp 2000 Euro im Monat unterstützen. Zweiter Tag an dem wunderschönen Arendsee hier in Sachsen-Anhalt. Ich bin immer noch schockverliebt. Also die Gegend, ein Traum. So, bevor wir gleich anfangen zu arbeiten, treffe ich die Eltern von Markus und werde mit denen mal sprechen, wie das Ganze aus ihrer Sicht so aussieht, denn sie sind ja zurzeit die Geldgeber und ohne sie wird hier gar nichts gehen. Also von daher, da stehen sie schon. Hallo. 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 Guten Morgen. Morgen. Ich bin der Frank Rosin. Freut mich sehr, dass wir uns treffen und dass Sie Zeit haben. Vielleicht können wir uns da vorne mal hinsetzen und uns ein bisschen unterhalten. Haben Sie Lust? Na klar. Ja, Hammer. Ja, schön. Mann, ist ja eine tolle Gegend hier, oder? Ja, idyllisch, romantisch, ja. Auch für Mama Evelyn und Papa Wolfgang wird's jetzt spannend. Wir haben gestern so den ersten Tag miteinander gehabt und er ist sehr offen. Er hat mir ganz klar gesagt, wie das Ganze gerade läuft. Und vor allen Dingen hat er mir erzählt, dass Sie ihn tatkräftig mit monatlichen Überweisungen unterstützen. Ja. Ja, ja. Ja, klar. Es war immer sein Traum. Und egal, ob er nur in einem Hotel gekocht hat als Mietkoch oder ob er seinen Catering-Service gemacht hat, das finde ich einfach toll. Ja, und hier ja. In der Region ist ja auch vieles schon zugemacht worden. Alle Dorfgaststätten brechen ja auch in sich zusammen, weil es nicht mehr funktioniert. Und dann wollen wir natürlich unterstützen, wo wir noch können. Ja. Ich glaube, er möchte es allen und vor allen Dingen Ihnen zeigen, dass es kann. Das ist ihm, glaube ich, sehr, 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 sehr wichtig. Was hätten Sie denn für einen Tipp als Vater für mich, wie ich mit ihm umgehen kann und wie ich ihn auch packen kann? Das Gesamtfeld zu sehen. Ich finde, er ist ein guter Koch. Da muss ich Ihnen jetzt echt einen Zahn ziehen, so leid es mir tut. Ne? Ich habe gestern gegessen und mir hat nichts geschmeckt. Essen ist Geschmackssache. Was dem einen schmeckt, schmeckt dem anderen gar nicht. Also es wird ein harter Kampf hier, sage ich Ihnen jetzt schon. Frank Rosin ist vielleicht ein bisschen sehr anspruchsvoll, weiß ich nicht. Wir werden nachher draußen zusammen etwas kochen. Es wäre ganz gut, wenn Sie vielleicht noch ein bisschen Zeit haben und dann nachher auch mal was probieren könnten oder so, dass wir Ihnen auch zeigen können, wo in Zukunft der Weg hingeht, damit unternehmerisch gesprochen Sie wissen, dass das Geld auch gut investiert ist. Okay, dann mache ich jetzt mal weiter und wir gucken, dass wir mal neue und kreative Ansätze bekommen. Und ja, dann können wir uns gleich noch mal beim Probieren noch mal unterhalten, ja? Okay. Gerne. Ja, ich denke, dass er ihm noch mal klar machen wird, dass er ein Unternehmen führt. Er hat Verantwortung. Und dabei wird ihn Frank Rosin jetzt tatkräftig unterstützen. Markus? Ja? Moin. Moin. Ja. Guck mal, gut siehst du aus. Alles gut? Ja. Sehr gut. So, ich habe ein bisschen was vorbereitet. Daran werden wir jetzt arbeiten. Komm.